Schnitt. Willkommen zurück bei Strickstrumpfhosen. Heute mal was für mich Außergewöhnliches, eine sogenannte Thermostrumpfhose von RG. Eingeschaltet habt. Heute mal in einer für mich sehr ungewöhnlichen Strumpfhose und ich schicke es gleich vorweg, ich mag sie nicht. Hier wird ein alter Markenname, RG, eine österreichische Firma, die früher hervorragende Strumpfwaren machten, unter anderem fantastische Herrenstrumpfhosen. Viele von euch kennen die noch, bessere wurden nie hergestellt, auch qualitativ bessere. Dazu ein nahezu perfektes Material, Ergolan. Das war zwar eine Kunstfaser, aber so produziert, dass sie auch für Allergiker fantastisch tragbar war. Also alles gut damals. Heute alles Mist. Eine Billigkette, Kick, hat die Marke RG gekauft. Wo sie produziert werden, keine Ahnung. Irgendwo in Fernost, wo man keine Ahnung hat, wie man das macht. Und wenn ihr euch die Mach 8 anseht, kein echt gearbeiteter Fuß, eine harte Naht vorne. Es ist wirklich billigste Qualität. Sie ist gar nicht für eine Thermostrumpfhose nicht besonders billig. 6 Euro, sowas rum, 6, 7 Euro. Ich habe sie bisher nur unter anderen Strumpfhosen getragen. Sie hat schon den ersten Schaden. Ich schwöre, dass ich nirgendwo hängen geblieben bin. Ist einfach Mist, die Qualität, um das mal so zu sagen. Liebe Firma Kick, ihr verkauft unter einem früher guten Namen einfach Müll. Ja, muss man so festhalten. Dementsprechend verklagt mich, wenn ihr Spaß dran habt, aber kauft lieber gutes Zeug und verkauft es zu einem vernünftigen Preis. Die dürfte auch 10 Euro kosten, wenn die Qualität stimmen würde. Ja, das Ding nennt sich Thermostrumpfhose. Ich habe sie jetzt zweimal drunter gehabt unter anderen Strumpfhosen. Ich finde sie halt auch nicht besonders warm. Sie ist innen so leicht angeraut, wie das halt so üblich ist für diese Machart. Aber ja, es ist einfach nichts Besonderes, es fühlt sich nicht gut an, es ist weder besonders warm noch besonders angenehm zu tragen, also man hat so ein bisschen das Gefühl, man wird drin schwitzen, klar, ist ja auch nur eine reine Kunstfaser, eine schlechte reine Kunstfaser, eine billige und die Strumpfhosen sind nicht preiswert, ja? Die sind billig im schlechtesten Sinne des Wortes. Mit anderen Worten, wenn ihr euch Müll an die Beine ziehen wollt, kauft die. Wenn ihr was Vernünftiges wollt, lasst sie da, wo sie sind. Und das ist halt sehr schön sichtbar, der Unterschied zwischen billig und preiswert. Das hier ist halt billig und ist seinen Preis nicht wert. Gut, das war kurzer Verriss und ich werde hier nicht anfangen, irgendwie nur damit es irgendeiner Firma gefällt, die Unwahrheit zu erzählen. Es bleibt dabei, ich sage euch so, wie es ist und das ist Mist. Gut, auch bei Mist. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.